Entnehmen Sie die Feinstaubsonde. Vorsicht! Vermeiden Sie Kontakt mit dem heißen Sondenrohr. Öffnen Sie die transparente Abdeckung des Rotationsverdünners gegen den Uhrzeigersinn. Bitte beachten Sie, dass Teile des Rotationsverdünners nach einer Messung heiß sein können und lassen Sie diese vor einer Reinigung gegebenenfalls abkühlen. Drücken Sie die Verriegelung und das Anpresselement herunter. Nehmen Sie erst die Verriegelung und anschließend das Anpresselement ab. Führen Sie die bürstenlose Seite der Reinigungsbürste in den Gasweg ein. Schieben Sie die Bürste bis zur Sondenrohrspitze durch und entnehmen Sie diese wieder. Je nach Verschmutzung kann dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden. Setzen Sie die Rotationsscheibe auf. Beachten Sie dabei den Arretierungsstift an der Sonde und die Ausbuchtung an der Rotationsscheibe. Setzen Sie das Anpresselement und die Verriegelung ein. Verschließen Sie die Abdeckung des Rotationsverdünners im Uhrzeigersinn. Setzen Sie die Feinstaubsonde in die Halterung. Legen Sie die Transportsicherung um. Sichern Sie die Sonde mit dem Gummiring.